den relativ früh angefragt und der hat gesagt, ja, das war da, dass ich freier. Auch unter dem Aspekt, wo ich ihm gesagt habe, wie viele Italiener, dass wir dann, also dass wir letztendlich ein paar Kumpels von ihm haben und die kennen sich ja alle gut und da hat er freut sich auch schon alles drauf. Und ich denke, der wird dann an zwei, muss man den erst einmal stellen. Also das Gute am Fabiano ist auch, der ist sicher nicht bei den Olympischen Spielen, das ist also der Gedanke, den haben wir das letzte Mal schon erklärt, der wird nicht drankommen, da kommen bloß die ersten 55 oder 60 dran. Das heißt, der bleibt uns dann hoffentlich auch hinten raus oder während den Olympischen Spielen. Und da kann er dann auch reinspielen. Also. Grundsätzlich, sage ich, ist jetzt auch kein großer Unterschied, ob jetzt Argentinien spielt oder Spanien. Ne? Also ich finde es eigentlich nicht so toll, weil du natürlich da schon ein bisschen beschnitten bist, sagen wir, was den Spielermarkt betrifft. Und du natürlich genau überlegen musst, wann du wen wie von der Rangliste her platzierst und wie spielen lässt. Das ist einfach der Nachteil. Ja. Total fair, das finde ich schon mal gut. Aber trotzdem sind die frenetisch dabei gewesen. Und die haben sogar den nüchternen Kurier ab und zu mal die Faust entlockt. Also das war, wo er den einer geschlungen hat, das war dann schon, da war er selber richtig mitgenommen von den Zuschauern. Ja, das ist dann aus sich rausgegangen. Ja. Es hat dann nach dem Spiel gekommen und hat gesagt, und? Das hat ihm schon gefallen. Also. Der war die Nummer 1 von Reutlingen letztes Jahr. Hat also wer gegen uns gespielt hat, am 1 gegen Kurier eine ganz feine Klinge geschwungen. Also das war faszinierend, wenn der den doch weggezogen hat. Ja. Obwohl er schon leicht am Handgelenk verletzt war, der hat jetzt dann nach der Saison eigentlich eher sich darum kümmert, sein Handgelenk wieder in Ordnung zu bringen. Das macht er jetzt auch gerade. Aber das, was der gezeigt hat in Rosenheim, das war sensationell. Und Reutlingen hat ihn nicht halten können, sagen wir so. Die wollten ihn dann auch nicht mehr halten und erste Liga hat ihn dann auch gereizt. Kleiner Gag zu dem, der hat 2017 einen Tsitsipas geschlagen. Ja, also bei irgendeinem ITF-Turnier, aber immerhin 6-3, 6-2. Ja.